Die EOS-Klinik ist im Auftrag der Alexianer 2004 von Dr. Pawelczyk gegründet worden. Als Facharzt für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde leitet Dr. Pawelczyk seitdem die Klinik. Wir haben ihn besucht und ihm einige Fragen gestellt. Zunächst wollten wir wissen, wie das psychotherapeutische Angebot in Münster aussieht. Es gibt kaum irgendwo ein besseres. Es gibt kaum eine Stadt, vielleicht noch Freiburg, wo ein so dichtes Versorgungsangebot mit Kliniken, spezialisierten Kliniken und vor allen Dingen niedergelassenen Therapeuten vorhanden ist. Wer sind wir? Unser sogenanntes Selbst, so Dr. Pawelczyk, entsteht im Zuge unserer zunehmenden Erfahrungen. Wir als Person, das, was wir als Ich bezeichnen, bildet sich in einem stetigen Prozess der Kommunikation mit unserer Außenwelt. Unsere gemeinsame Sprache mit ihren definierten Begrifflichkeiten und spezifische gesellschaftliche Normen sind dabei prägend. Doch nicht immer ist das, was uns prägt, auch gut für uns. Es fällt uns schwer, Erlerntes loszulassen, auch dann, wenn wir erkennen, dass es uns nicht gut tut. Naja, also eine Sache, die ins Auge springt, ist ja, dass wir alle Strategien des Selbsterhalts und der Selbstkonstitution haben. Und die finden sich auch im Bereich psychischer Gestörtheit. Ja, und die sind oft problemerhaltend, nicht? Also das einfache Beispiel des Vermeidungsverhaltens hatten wir schon. Es gibt viele Leute, die wirklich nicht weit kommen und nicht klarkommen im Leben, weil sie furchtbar stark vermeiden. Ja, warum tun sie das? Weil sie so eine Angst haben, weil sie quasi ihr Selbst als bedroht ansehen und vielleicht erkennen sie dabei nicht, dass das Selbst sich so nicht entwickeln kann, also nicht robuster und stärker werden kann. Und das gilt für viele problematische Selbstkonstitutionsstrategien. In der EOS-Klinik werden nur Patientinnen und Patienten mit einem schweren Krankheitsbild behandelt. Eine ambulante Psycho- oder Verhaltenstherapie scheint zu dem Zeitpunkt nicht mehr ausreichend zu sein. Dabei ist die Rolle und Vorgehensweise der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im therapeutischen Prozess klar. Die Devise lautet: Hilfe zur Selbsthilfe. Wir sind dezidiert Verhaltenstherapeuten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dem Patienten am besten gedient ist, wenn er zukünftig selber sein Leben besser managen kann. Deswegen ist diese Formel Hilfe zur Selbsthilfe für uns wichtig. Dass der Patient mich anhimmelt und meinen Weisheiten lauscht, ist noch keine Garantie für ein gutes Ergebnis, sondern dass ich mit dem Patienten Probleme sehr direkt angehe. Übend schaue, ob er nicht anders damit, also besser damit umgehen kann. Das wäre so der Weg der Verhaltenstherapeut. Ja. Geht wirklich um Verhaltensänderung und hinter der Verhaltensänderung steht eine veränderte Kompetenz. Ein anderes Bewerten der Situation, ein ganz klar haben, dass der alte Weg nicht der gute Weg ist und dass ich am neuen arbeiten muss, so in die Richtung. In den gemeinsamen Vorgesprächen wird bereits versucht, die Geschichte hinter dem Leid entwicklungspsychologisch zu beleuchten. Dabei sollen mögliche Zusammenhänge zwischen erlebtem und belastender Situation aufgedeckt werden. Das ist bei uns Standard, ne, dass wir nicht nur die narrative Lebensgeschichte, sondern wir versuchen auch für den Patienten sozusagen auch mit deutlich werden zu lassen, was die verschiedenen Situationen im Leben für Konsequenzen hatten, also wie groß der Grad der Belastung war und ob es da Zusammenhänge gab, die vielleicht schon während der Anamnese also sozusagen einsichtig werden. Es ist oft so, dass ich immer, wenn ich bei meiner Mutter bin, in schlechter Stimmung bin, aber dass mir das noch nie aufgefallen wäre, das wäre schon etwas, was wir schon in diesem diagnostischen Prozess sicherlich erarbeiten würden. Wie sieht der theoretische Ansatz aus, auf dessen Grundlage eine psychotherapeutische Behandlung aufgebaut werden sollte, geht man davon aus, dass es bis heute keine anschlussfähige Theorie des Geistes gibt. Und wie wirksam sind die Methoden und Ansätze, die innerhalb eines therapeutischen Behandlungsprozesses angewandt werden? In der Forschung spricht man oft von einem evidenzbasierten Standard, was so viel heißt, dass die Methoden und Ansätze wissenschaftlich nachweisbar wirksam sein müssen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Psychotherapie auf der Grundlage einer individuellen Fallkonzeption erfolgen sollte. Aber viele der Elemente dieses Modells, also beispielsweise das Vermeiden von mich belastenden, ängstigenden, schwierigen Situationen, ist etwas, was natürlich in jeder Fallkonzeption
auftaucht. Und da gibt es ein Therapieverfahren, das nennt sich Konfrontationstherapie, dass man genau dieses Vermeiden unterbindet. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt kein Verfahren, was stärker evidenzbasiert ist als das. Also das heißt, es ist heutzutage sehr erstrebenswert, dass Therapeuten nicht Augusto verfahren, sondern dass sie eine Vorstellung haben, was sich bei dem Versuch, Psychotherapieprozesse zu messen, Outcome zu messen, so gezeigt hat. Ob das immer so gut klappt mit der Evidenzbasierung, naja, ich bin da schon alt und skeptisch, aber vom Grundsatz her ist es sehr erstrebenswert. Eine stationäre Therapie kommt nur in bestimmten Fällen in Frage. Entscheidend ist die Schwere des Krankheitsbildes und die damit oft einhergehenden Einschränkungen eines zufriedenen und geregelten Tagesablaufs. Ambulante Therapien sind zu dem Zeitpunkt nicht mehr ausreichend. Inwieweit der stationär-therapeutische Prozess eine Verbesserung der Leidenslage herbeiführen kann, ist im Vorfeld nicht klar zu beantworten. Eine Intensivierung des therapeutischen Prozesses scheint aber einer der wenigen Wege zu sein, eine Verhaltensänderung herbeizuführen und damit die Möglichkeit auf ein besseres Leben.